Ach, jetzt erstmal schön Fernsehen gucken gehen. Mal schauen, was denn im Fernsehen so läuft. Wir haben ja letztens nur Brandfernsehen reingekriegt. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt vielleicht auch mal einen anderen Sender reinkriegen. So, ich bin jetzt mal gespannt. Und so, Fernseh schalte ich jetzt, glaube ich, einfach mal an, ne? Und so, und ja, Fernseh anschalten. Interview TV? Bitte was? Interview TV? Was ist denn? Guten Hallo? heutiger Gast, Joshua von Brandfernsehen. Ja, hallo, ich bin Joshua von Nee, Sie haben da Brandfernsehen. was im Mund. Wie, ich hab da was am Mund. Warte mal. Nee. Oh, jetzt besser? Ah, schon viel besser. Tja, Ach hab ich doch nee. gesagt. Ja, hier bin ich und, ja, ich bin jetzt in Da die ist Interview reingegangen. Was Brandfernsehen im soll ich denn Fernsehen, jetzt hier zeigt eigentlich er sich auch so noch. hier beantworten? Wie fühlt man sich denn eigentlich so mit 4000 Abonnenten? Ja, wie fühlt man sich mit 4000 Abonnenten? Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht wie ein Big Boss oder so. Der Typ Erstmal hat so ein ernsthaft bisschen 4000 Abonnenten. ich weiß auch nicht, jetzt kann man mich hier schon wieder sehen und ich sehe ja nicht gerade toll aus, aber mit 4000 Abonnenten, ja, wie fühlt man sich? Ich finde es einfach, ich kann es einfach nicht fassen. 4000 Leute haben mich abonniert. Ja, da denkst du aber auch nur Naja, selbst. also es sind zwar auch Hater dabei, glaube ich, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Und ja, 4000 Abonnenten, Alter, ich hätte das nie gedacht. Ich möchte auch nochmal jedem einzelnen Abonnenten auch noch, der kein Hater davon ist, vielmals dafür danken, dass ihr mich abonniert habt. Ich habe das echt nicht Ja, ich hab geglaubt. dich Ich nicht habe früher, abonniert. das sage ich ja immer wieder gerne, habe ich gedacht, dass ich vielleicht mal irgendwie 25 Abonnenten oder so kriege. Bei 25 habe ich mich sowas von riesig gefreut. Boah, das ist schon 25. Dann hatte ich irgendwann 50, bei 100 habe ich schon gedacht, wow, wie geht das denn jetzt? Und bei 200 habe ich ja schon so ein Abonnenten-Special gemacht. Naja, Was das macht der ist Typ dann denn halt da? so. Und Warum zeigt er sich ja, so, ich eigentlich habe im mal kurz Fernsehen? nachgeguckt. Ja, und ja, was soll man da groß zu sagen? Ich finde es einfach echt geil, muss ich dazu mal sagen. Und ja, ne? Ich muss mal ganz kurz hier. Was macht er denn Ich habe jetzt? nämlich, ja, noch Kriegen wir so kein ein anderes neues Programm Let's rein? Play-Projekt. Das musste ich mal eben kurz ein bisschen hier umändern. Passt hier nämlich jetzt nicht rein. Und Ja. ja, okay, haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen für mich? Oh, Erkältung. Sie sehen wirklich sehr müde aus mit Augenringen. Ja, ich bin auch müde. Ich bin gerade erst Ja, das aufgestanden. stimmt Tut echt. mir leid. Der Typ Ist sieht das echt an müde aus. Zeitdruck bei den Videos aus? Ja, Zeitdruck, den gibt's auf jeden Fall Zeitdruck, weil das Problem ist einfach, ich habe so wenig Zeit im Moment zum Aufnehmen. Da kommt so viel Schule zwischen und ach, was hast du nicht gesehen? Eine ganze Menge kommt dazwischen. Das wird bald noch schwieriger, weil ich ja bald in eine Ausbildung gehe. Und bla bla bla. Und blub blub blub. Und ja, also ist schon sehr viel Zeitdruck, deswegen kommen auch nicht immer Videos. Deswegen kommen auch nicht immer Videos. Und ja, also normalerweise, ich setze mir da schon viel zu viel an die Videos ran, aber wenn ich jetzt weniger mich an die Videos ransetzen würde, würde wahrscheinlich fast gar nichts mehr kommen. Also Zeitdruck auf jeden Fall sehr extrem. Und nehmen Sie noch gerne Ihre Videos auf? Ja klar, ich nehm noch gerne auf. Ja, das ist ja klar, ne? Ich nehme gerne auf, nehme erstmal ohne Witz. Stören Sie eigentlich Hater? Nee, Hater stören mir nicht kurz und knapp. Ich meine, wieso sollen mich Hater stören? Also ich bin ja ein Hater von Brandfernsehen. Bitte was? Hater gehen mir sowas mit dem Arsch vorbei. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Und ja. Was war denn das peinlichste Video von Ihnen? Das peinlichste Video von mir? Windows 7 Anmeldebildschirm verändern. Das allererste Video auf meinem Channel, was ich jetzt auf privat gestellt habe. Ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht noch irgendwo hier rumliegen haben. Okay, dann spielen wir es mal ab. Bitte was? Nein! Sind Sie verrückt? Spielen Sie nicht das Video ab? Hallo? Was? Hören Sie auf! Hören Sie auf! Oh nein. Wir kriegen hier wirklich nichts anderes als Brandfernsehen und Interview TV rein. Und jetzt hat der Brandfernsehen auch noch seine 4000 Abonnenten geknackt. Und jetzt wird auch noch ein peinlichstes Video von ihm gezeigt, was er gar nicht mehr auf YouTube hat. Sag mal, kriegen wir hier keinen anderen Sender rein, wie zum Beispiel Hallo, Astro ich bin jetzt TV? effektiv noch bei Windows 7 den Oh mein Anmeldebildschirm Gott. verändert. Oh nein, was macht der denn Http da? Und sowas wird im Fernsehen gezeigt. Guckt euch das mal an. Der Typ, der freut sich jetzt wohl über seine 4000 Abonnenten. Mensch, also langsam, ey, wir kriegen hier nur zwei Sender rein. Brandfernsehen und Interview TV. Fände ich jetzt nicht so geil. Warum ist denn das jetzt so? Wir können eigentlich immer was anderes im Fernsehen laufen. Datei speichern. Hört euch mal die Stimme an, was der für eine Stimme früher hatte.
öffnet Schwiegslor und Exe. Alter, 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 alter. So. Boah, und sowas wird im Fernsehen gezeigt, ich glaub's nicht. Legt euch auf den Desktop einen neuen Ordner an. Weißt du, da willst du jetzt mit deinem Fernseher ausprobieren? Erst lief da Brandfernsehen im Fernsehen. Und jetzt scheidest du jetzt, ist endlich ein zweiter Kanal mal irgendwie hier hinzugekommen, den wir jetzt empfangen können. Und da läuft ein Interview-TV und was läuft da? Brandfernsehen hat 4000 Abonnenten. Und da läuft einfach mal sein Abonnenten-Special. Ich glaub's ja nicht. 2010? Desktop. Boah, die Stimme, ey, nee. Logon Screens. Ja, PEG-Image. Jetzt ist gespeichert. Jetzt klicken wir auf Change Logon Screen. Ach, du scheint in Englisch kann der auch noch nicht mal. Was ist das denn für einer? Sowas hat er mal auf YouTube hochgeladen? Ich glaub's ja nicht. Logon Breakwater has been detected. Ja, normalerweise steht da irgendwas anderes, aber müsste jetzt trotzdem funktionieren. So, hier. Jetzt klicken wir auf Test, um zu gucken, ob es funktioniert. So, und so sieht es aus. Jo, ihr könnt es ja nicht sehen, das nimmt Hypercam nicht mehr auf, aber der Meldebildschirm ist trotzdem da. Der nimmt mit Hypercam, der hat mal mit Hypercam aufgenommen. What? Ist wieder auf Test. Und noch Hypercam 2. Nee, 3, ja. Ist wieder normal. Hoffentlich hat es euch gefallen und weitergeholfen. Der schneidet doch mit Movie Maker. Ja, bye bye, also ich glaub's ja nicht. Kann ja nicht mal was Besseres laufen, mal Action oder so? Danke beim Fernsehen und herzlichen Glückwunsch zu über 4000 Abonnenten. Jo, danke für den Glückwunsch. Ich freue mich auch wirklich sehr darüber, über die 4000 Abonnenten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hätte das echt nie gedacht. Und ja, gut, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wir können jetzt nochmal gleich ein kleines Best-of finden. Ach, ein kleines Best-of. Oh, Schande. Oh, nee, was da jetzt wohl kommt. Naja, werde ich jetzt noch hier im Video gezeigt? Nein. Nee, okay, endlich ist der... Hoffentlich wird das jetzt nochmal spannend hier, das Best-of von ihm. Okay, dann schaue ich mir mal das Best-of mit an und ja, ich bedanke mich, dass ich hier bei Ihnen dabei sein durfte. Und ja, bei Interview TV. Ja, und danke nochmal an alle 4000 Abonnenten. Oh nein, Best-of Brandfernsehen, ey. Läuft hier wirklich nichts anderes im Fernsehen? Ich glaub's nicht. Was anderes können wir in unserer Let's Play-Welt hier wohl nicht empfangen, oder? Platz 5, ja, da jetzt wohl kommt. Ach, kommt her. Oh, ja, siehst du, da sag ich doch. Da gibt's schon die ersten Problemchen, das war's, Mission failed. Siehst du, ich bin noch voll der Noob da drin. Ja, hast du ja früh eingesehen. Oh nein, ey. Platz ja welcher denn? Ach so, 4. Und toll. Die Zahl des Gewinners sein. Und der wird dann ein VIP auf meinem Server bekommen und ich klicke ihm auf Generate. Wenn mal was passieren würde. Leute, das Ding hier, guckt euch das mal an, die Lampe von der... Was ist der denn da? Jetzt ständig, das ist nicht mehr normal. Boah, Leute, jetzt mal eine Minute. Ich will das hier loslösen. Tja, hoffnungsloser Fall mit dem Laptop hier. Wie gesagt, mein anderer... Ja, wann kommt jetzt mal der dritte Platz? Das ist ja langweilig. Das ist ja eine Reparatur. Und jetzt habe ich halt nur so eine lahme Gurke, mit der man nichts machen kann. Aber wie gesagt, ich wollte das ja noch auslosen. Jetzt kann er ja auch mal ein bisschen schneller machen. Ja, kommt! Kommt, alle Mann hier rauf jetzt! Jetzt geh doch mal hier rauf! Ich hab dich doch gesehen! Also jetzt geht's aber hier los, oder? Jetzt geht's hier aber los. Ich werde hier noch Akku bei dem Spiel. Ja, du musst dich an die Karre gewöhnen. Da kann man sich nicht dran gewöhnen. Du musst die Kurven so richtig nehmen. Wenn die Kurven hart sind, dann nimmst du sie hart. Das ist eine Kackkurve, Kackding. Auch die 40 ganz souverän. Das fällt ja noch so ein Scheiß. Bisschen schwammig, aber sonst links geht. Lang. Ein bisschen sehr schwammig. Och man. Guck mal, ich geb Vollgas hier.
Ach man, Scheiße. Jetzt wurde ich auch noch geblitzt. Was ist das denn für eine Scheiße? Achtung. Ich wurde geblitzt, ich bin im Rennen und werd geblitzt. Was ist das denn? Ich bin im Rennen und wurde geblitzt. Schon mal ganz 4 km/h. Achtung, die Polizei wurde. Das ist illegales Rennen, Joscha, wird man geblitzt. Ach, leg mich doch am Arsch. Jetzt fahre ich auch noch den Berg runter. Scheiße. Oh, Platz 1. Wisst ihr was? Jump'n'Runs sind solche Hurensöhne. Zeug von Windows-Druck, aber ich drehe hier gerade ab. Ich will eigentlich nicht mehr solche Wörter von Windows überhaupt in meinen Videos, aber ich könnte gerade echt so ausrasten, weil ich dieses verkackte Jump'n'Run nicht kann. Alter, wenn ich... Du willst mich doch verarschen, ich wollte gerade den Schalter knüpfen. Das gibt's doch nicht. Ich bin auf 180, ey. Mann. Ach, oh, das gibt's, Alter. Nein, wenn ich ausraste, hört sich das noch viel schlimmer an. Alter, jetzt spring doch da, jetzt geht da schon wieder nicht. Ich... Verdammte Kacke. Mann, jetzt spring doch da rauf, du Idiot. Verfickte Scheiße, ey. Sorry für den Ausdruck, aber ich dreh grad. Ich war schon so weit, ich war schon bei dem Kackknopf da hinten. Alter, jetzt reicht's aber auch. Zum Beispiel, oft müssen wir eigentlich was fressen. Jetzt fresse ich erstmal nichts, ey. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso komme ich hier nicht rüber? Alter, hallo? Diese Kacktreppe da. Ja, dann schalte ich jetzt mal ab. Alter, Leute, guck mal, es ist schon mitten in der Nacht. Wir haben heute Morgen den Fernseher angeschaltet. Ich wollte den jetzt mal ausprobieren und dann läuft da erstmal bis mitten in die Nacht irgendwas von Brandfernsehen, weil er 4000 Abonnenten hat. Das gibt's ja wohl nicht. Also, ich verstehe das nicht. Wieso kriegen wir keine anderen Sender rein? Ja, hallo Leute, ich bin's jetzt nochmal. Ich hoffe, euch hat das kleine Special hier gefallen. Ich hatte jetzt einfach nur so eine kleine Idee gehabt. Eigentlich wollte ich jetzt gar kein Special mehr machen. Also erstmal längere Zeit nicht. Aber ich habe gedacht, das muss jetzt einfach mal sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch allen für über 4100 Abonnenten mittlerweile schon. Und ja, ich hoffe, euch hat das Special gefallen. Und sage dann mal vielen Dank und jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht's wieder los mit Videos. Und jo, ciao Leute. Und ich penne hier mal, damit wir in der nächsten PE-Folge dann auch wieder Tag haben. Jo, dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und jo, ciao Leute und vielen Dank nochmal an alle 4000 Abonnenten. Jo, ciao Leute, ciao.